Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Video mit mir. Wir machen heute Rosmarinkartoffelchen und ich liebe es so sehr. Es ist nicht nur richtig einfach zu machen, sondern auch richtig lecker. Und man kann es wirklich zu so vielen Dingen essen. Man kann es einfach nur so essen, mit einem leckeren Sour Cream Dip. Man kann es aber auch als Fleischbeilage nehmen. Ja, also wenn ihr ein Schnitzelchen bratet, dann einfach diese Kartoffelchen dazu. Es ist ein super Rezept, wenn ihr sehr viele Leute zu Besuch habt, weil es einfach zu machen ist, in den Ofen tun und schon fertig und dann könnt ihr das servieren und es ist nicht so aufwendig. Und oder auch im Sommer, gut, wir haben jetzt momentan Winter, aber auch im Sommer kann man das wunderbar auf den Grill legen und dann zum Fleisch und den Würstchen servieren. Also euch wird schon was einfallen. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, wie das geht. Rosmarinkartoffelchen jetzt. Viel Spaß! Für unser Rezept brauchen wir 600 Gramm Kartoffeln. Ich habe jetzt hier frische genommen, wo die Haut dran bleiben kann. Dann brauchen wir 4 Zweige Rosmarin, grobes Salz. Und jetzt kommt auch schon ein kleiner Dieb und klaut mir meine Kartoffel. Dann brauchen wir 3 Knoblauchzehen und 4 bis 5 Esslöffel Olivenöl. Als erstes habe ich meine Kartoffeln jetzt gewaschen und trocken getupft und dann halbiere ich meine ganzen Kartoffeln. Jetzt könnt ihr die Kartoffeln in eine große Schüssel geben, dann gebt ihr das Olivenöl dazu und jetzt könnt ihr eine Knoblauchzehe in die Kartoffeln reiben. Mit den anderen beiden habe ich was anderes vor, das erzähle ich euch gleich. Und anschließend könnt ihr die Rosmarinzweige so abzupfen. Ihr könnt natürlich das Ganze auch klein hacken, wie ihr wollt. Mein Mann mag es lieber so, deswegen machen wir das heute so. Ihr könnt natürlich auch andere Kräuter benutzen, das macht ihr, wie ihr wollt. Und dann werden die Kartoffeln noch schön gesalzen. Die anderen beiden Knoblauchzehen gebe ich jetzt mit Schale in meine große Schale und mische sie dazu, denn die werden später im Ofen gebacken und dann kann man sie wunderbar pellen und das schmeckt richtig lecker, deswegen mit Schale. So, das Ganze wird jetzt schön gemischt in der großen Schüssel und dann könnt ihr das in eine große Auflaufform geben. Ihr könnt es aber auch auf ein Backblech mit Backpapier geben. Die Kartoffeln kommen jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 60 Minuten in den Ofen. Nach 60 Minuten sind unsere Kartoffeln fertig und es riecht herrlich und sie schmecken wunderbar. Ich wünsche euch einen guten Appetit! Das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal und folgt mir auch gerne auf Instagram unter Kochen mit Melody. Da bin ich zu finden. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, euch zu sehen. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf noch mehr Videos von mir und auch mal Videos, die nichts mit Kochen zu tun haben, dann könnt ihr gerne mal auf meinem zweiten Kanal vorbeischauen. Der heißt einfach Melody. Und da gibt es momentan überwiegend Mama-Themen, weil ich eben auch Mama bin. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal dort vorbei und auch den dürft ihr gerne abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Kochen, beim Genießen. Und dann sehen wir uns hoffentlich hier nächsten Montag wieder. Tschüss.